Bist du wahnsinnig? Wir haben noch gar nicht angefangen. Hey, vielen, vielen Dank, lieber Ingo. Herzlichen Dank, herzlichen, herzlichen Dank. So, das war zu doll. Jetzt sieht die Musik aus. Ah, nee, da ist wieder was. Alles gut. Ja, einen wunderschönen guten Abend an die ganzen lieben Leutchen da draußen. Wer Lust hat, kann noch mal ganz fix mitmachen bei unserem aktuellen Strawpoll. Was wir denn gleich machen sollen. Hashtag Affenbande. Wunderschönen guten Abend euch allen. Hallo. Ingo, hast du aber nicht lang gemacht heute, ne? Was war da los? Das geht so nicht, ne? Also, lieber Herr Ingo Ingussen, was war das jetzt, eine Stunde vielleicht? Ich glaube, du hast so circa um 8 angefangen. Ich war am Anfang kurz da, bin dann aber gleich wieder abgeflitzt. So, ich hau jetzt aber mal hier, warte mal. Ich gehe jetzt mal auf ETS. Nee, warte, ich gehe auf, ist mir egal, ich gehe schlafen. Schauen wir mal, was... Oh, das ist der momentane Stand. Macht was dagegen. Wollt ihr nur testen heute? Ah, ich verstehe, Ingo. Ich verstehe. Boah, die tüdelt mir aber ganz schön ins Ohr, du. Geht das auch ein bisschen leiser? Ja, so ist okay. Ja. Ingo, vielen, vielen Dank nochmal. Vielen, 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 vielen Dank. Normalerweise, nächstes Mal bin ich wieder dran, ne? Verstehst du? Nächstes Mal bin ich. Weißt du? Ja, wir verstehen uns. Dankeschön, Ingo. Vielen, vielen Dank. Schöne Grüße an den Martin, schöne Grüße an die liebe Coffee und natürlich auch an dich. Vielen, vielen, vielen Dank. Auch vielen Dank an die anderen Hosts. Vielen, vielen Dank. Das ist ja echt nett, ne? Also, ja, wir warten jetzt noch ein Minütchen noch und dann werden wir uns, ne? Da werden wir mal schauen. ETS hätte ich auch Bock drauf, ne? Hätte ich mega Bock drauf. Ich habe heute einen Skin bekommen. Alter Schwede, das war auch nicht schlecht. Musik ist, warte. Musik kann ich euch zeigen. Ist hier. Ist ein Livestream. Also ich streame einen Livestream, weißt du? Boxe, einen wunderschönen guten Abend. So, aber das läuft nur am Rand. Aber wenn ihr euch mal meine Aufdingens zeigen könnt, ne? ETS bitte. Ja, wie gesagt, kann ich das refreshen? Okay. Ich hab schon abgestimmt, glaube ich. Also es sieht nach Gamsling aus, liebe Leute. Ich kann es nicht beeinflussen. Kann es nicht sabotieren oder sonstiges. Das ist so, wie es ist. Erstmal Werbung, ne? Glaube, es wird nicht besser. Glaube, wir werden heute ein bisschen Gamsting spielen. WWSB, was bekomme ich mit der... Achso, mit der Entfernen-Taste. Mit der Entfernen-Taste. Oder Ende? Ende oder Entfernen? Ende, stimmt. Mit der Ende-Taste. Sorry, habe ich falsch gesagt. So, ein letzter Klick. Wir spielen Gamsting. Vielen, vielen Dank. 40 Leute mitgemacht. Dankeschön. So. Wo ist denn mein Simulator? Ich habe das natürlich schon vorbereitet. Ist ja ganz klar. Lieber Marschierer, kannst du uns bitte das Game ändern und den Titel ändern? Das wollte ich schon immer mal sagen. Habe ich es nicht? Oh, warte. Ich habe... Kleiner Fehler. Warte. Muss da noch die richtigen Mods hinziehen, glaube ich. Ach ja, da sind sie ja. Anti-Mate? Was? Warum bin ich jetzt ein Anti-Mate? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich nicht. Ist schon LS19? Wow. Boxer, das ist unfair. Du bist der Einzige hier im Raum, der LS19 schon gespielt hat. Das ist unfair. Aber, wer einige Videos, die jetzt auf YouTube gesehen hat, glaube ich, ist meiner Meinung, mein lieber Herr Kollege Boxer, das hast du sehr, sehr gut gemacht auf der Gamescom. Sehr, sehr, sehr gut. Muss erstmal mal jemand die Eier haben und in die Kamera mit dem Mikrofon zu sprechen und den anderen Typ da ein bisschen zu belabern. Das muss man erstmal nachmachen. Weil du spielst aber wenige Maps, ja, ist mein zweiter Spielstand, habe ich noch nicht so viel drauf, ne?
So, wir haben Stappenbach, Sievershusum, Hofbergmann, Klingbach, Hopfach, Ebsdorfer Heide, Gorkels Valley, Nordfriesischer Marsch, Klingbach, Gamsing, Dienemer. Gar kein Problem für uns, oder? Genau, Hashtag Boxeloben. Den Hashtag, den nehme ich jetzt aber mit, ne? Den hau ich jetzt aber auch hier rein. Ich sage euch, den klaue ich mir jetzt einfach mal. Hau ich jetzt einfach mal hier rein. Da kennt ihr nichts, ne? Für die grandiose Arbeit, muss man sagen, Hut ab. Hut ab. Ja, aber das nächste Mal muss ein Kameramann mit. Wenn wir eine harte Map bekommen. Total unscharf. Machen wir eine Technikart. Ja. Komm, für die Sachen, für die du da hattest, war es wirklich sehr, sehr gut. Das muss man wirklich so sagen. Check it out. So, meine obligatorische Sense, ne? Ich war heute schon wieder hier oben, ne? Habe ich wieder hier. Ja. Warum lädt er das so kurz bei dir? Das ist ganz verschieden. Je mehr Mods, je mehr Karten und so weiter, dann dauert das auch mal einen Ticken länger. Absolut. Absolut. Das hat der Boxer richtig gut gemacht. So, wir waren hier gerade. Also, ich hab nicht weitergespielt, ne? Gar nicht. Ich hab einfach hier. Aber hey, es kommen noch viel mehr. Oh. Ich hab noch mehr Gameplay und Interviews. Nein. Ehrlich? Geil. Da freut mich schon drauf, muss ich sagen. Danke, Boxer, für die ganzen Videos von der GC. Muss ich auch sagen, meinen imaginären Applaus. Sehr, sehr, sehr gut. So, warte. Mach mal das Ding da vorne runter. Geh mal. Achso, der ist gleich voll, ne? Habe ich den mit CP laufen lassen? Weiß das noch irgendjemand von euch? Natürlich nicht. Dann machen wir es mit Helfer. Ba, 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 da, ba, 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 da. Was für eine Frage? Warum magst du Werbung? Warum ich Werbung mache? Das kann ich dir erklären. Warte mal. Das machen wir mal ganz kurz aus. Wie meinst du das? Wie meinst du die Aussage, warum magst du Werbung? Das muss man jetzt ein bisschen konkretisieren. Jetzt in 22. Oh, das ist aber. Ja, ich kann, wie gesagt, teilen kann ich mir nicht. Das geht nicht. Aber wir werden vielleicht nicht allzu lange heute Gamsing machen und dann vielleicht noch ein bisschen ETS. Ich habe wirklich, wirklich Bock, heute ETS noch zu fahren. Wie, das Bild ist schwarz. Habt ihr ein schwarzes Bild? Ey, schreibt mir jetzt mal was rein, ne? Schreiburg, das ging nicht. Ich habe gestern war irgendwie, weiß nicht. Ich hab's nicht aufnehmen können. Ich hab mit der Elgato aufgenommen, da war so ein Krisselbild. Ich hab dann nochmal mit einer anderen Technik aufgenommen, das hat gar nicht funktioniert. Also gestern war der Wurm drin wieder mal. Ich weiß nicht warum. Nach einer halben Stunde habe ich dann aufgegeben. Ich hab kein schwarzes Bild. Ich hab Bild. Ja, also ich kann nicht helfen. Ich sende Bild. Was bei euch ankommt, das kann ich nicht sagen. Vielleicht musst du den Bildschirm einschalten. Dann hast du wieder vielleicht kein schwarz. Nee, da war der übel, ne? Nee, der war übel, den können wir nicht machen. Der war fies, tut mir leid. Aber wie gesagt, ich schicke ein Bild raus. Mehr kann ich nicht machen. Warum machst du Werbung? Ich verstehe die Frage nicht. Werbung für was? Warum ich Werbung schalte bei YouTube oder warum ich Werbung für zum Beispiel Nitrado mache oder was meinst du jetzt davon? Kiste! Ah, Ingo. Wie lange bist du denn heute noch da, Ingo? Kannst du mir mal schreiben, wie lange du da bist? Das wäre wirklich nett und wichtig. Bild ist top? Ja, ich weiß. Ist halt, ne? Also. Was? Also für alle die irgendwie Probleme haben, müsst ihr vielleicht mal euer Internet nochmal neu refreshen oder den Stream nochmal neu starten. Aber ich kann nicht mehr als wie ein Bild und den Sound dazu wiedergeben. Mehr kann ich nicht machen. Tut mir leid. Guck mal, der hat die Kummerkante. 23 Uhr, denke ich mal. Okay, Ingo, dann muss vielleicht, wenn du noch Zeit hast, guck noch vielleicht ein bisschen zu. Ich habe wirklich, also das hat mir so, war schon geil, ne? Warte, wo gibt es denn das neue ETS-Update? 1.32. Kannst du vielleicht mal einen Link in den ETS? Das können wir heute nochmal besprechen, okay? Also wer noch ein bisschen da bleibt, ich sage jetzt mal ganz grob, bis halb machen wir Gamsting. Bis halb, weil wie gesagt, ich habe mehr Bock auf ETS heute, muss ich ehrlich sagen, ne? Ich habe mehr Bock auf ETS. So ehrlich kann man schon mal sein, glaube ich, ne? Was ist denn das für ein Traktor mit dem Ballenpress? Das hier?
Das ist ein ganz normaler Versatile. Kennst du nicht? Das ist doch, kennt doch jeder. Der fährt bei uns 10-mal am Tag im Dorf rauf und runter. Kannst du ihn drauf lassen? Nee, lassen, du. Wenn er zeigt, ist Folge 6 direkt am Anfang. Stimmt, habe ich gemacht. Das ist richtig. So, wir müssen jetzt noch mal ein bisschen was überlegen. Und zwar, wir müssen ja die beiden irgendwie abtransportieren. Ich habe ja einen Vorschlag. Und zwar, mach doch mal auf, das Ding hier. So, ich habe einen Vorschlag. Warte mal, bevor was losgeht, ne? Das finde ich momentan zu langweilig, muss ich ehrlich sagen. Das finde ich nicht cool. Was ich viel cooler finden würde, weil wir haben das ja einigermaßen schon gestapelt, das ist auch langweilig. Entweder hier oder hier. Ich glaube, ich nehme eher hier das hier. Komm, wir nehmen das jetzt hier kaufen, weil es ist nur ein allgemeiner Anhänger. Was? Wer denkt, die Schufen sind breit, kennt Ingos neuen noch nicht. Das ist richtig, da hast du richtig. Also da hast du richtig breit gezogen, ne, Ingo? Das muss man schon mal so sagen. Ich brauche noch ein bisschen Equipment hier. Nein. Gott, das habe ich denn alles mit reingenommen? Ist ja schlimm. Nee. Ich glaube, wir bleiben beim Standard tatsächlich. Das ist jetzt vielleicht für ein paar schrecklich, aber ich finde den Standard gar nicht so schlecht. Oh Gott, ich muss ihn verbuddeln gehen, glaube ich. Hast du URL 4 schon getestet? Echt gut. Was meinst du? Den hier? Warte, den hier? Oder was meinst du? Also den habe ich getestet. Da gab es gestern ein bisschen Probleme mit der Klappe, hat Ingo gesagt. Aber sonst alles gut. Aber guck mal hier, also es funktioniert. Richtig gut sogar. Wenn du das meinst. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber wenn du das meinst, es hat funktioniert. URL? Nee, URL habe ich kein... Ich möchte nicht... Nee. Also, wenn ich schon so ein Ding habe, ne, dann brauche ich kein URL, weil dann kann ich mir so einen Wagen eigentlich auch sparen. Weißt du, was ich meine? Der mit seinen Äffchen immer mit der Banane in der Hand, ne? Da kam eine neue Version raus. Oh, das ist so schnell bin ich nicht. Ganz ehrlich nicht, ne? So schnell bin ich nicht. Tut mich leid. So, warte, wie viel haben wir da drin? Weizen. Ah, komm. Wir können den Anhänger hier stehen lassen. Sonst können wir kurz in den Drescher reinhüppen und vielleicht selber kurz abtanken, ne? Ist ja nicht das Problem. So, erstmal hier auf. Hier stinkt's. Ich weiß nicht warum. Geht das hier nicht auf? Das enttäuscht mich jetzt gerade. Steier enttäuscht mich jetzt. Da. Puh, jetzt geht's besser. Wenn er kann ich mit URL. Ich hab's versucht. Aber du brauchst so eine Genauigkeit bei URL. Ich schaff das nicht. Ich komme da nicht mit klar, ne? Wir wissen es leider nur über der Steam-Version. Genau, was anderes kann ich... Ich habe es nur bei Steam, deswegen kann ich dir nur mit Steam helfen. Es gibt eine URL-Version 4. Da kannst du nicht mal mehr dran vorbeifahren. Du musst den Anhänger laden und der Stapel da drauf. Okay. Also ich habe prinzipiell nichts gegen URL. Muss man mal so sagen jetzt. Auf der nordfriesischen Mars zum Beispiel mache ich es in jeder Folge mehrmals mit URL. Muss man so sagen. Gibt aber auch andere Projekte, zum Beispiel dieses hier, der wird komplett ohne URL bleiben. Ne? Warum ist vor... Alter, ich kann das nicht lesen, was du mir sagen willst. Ganz ehrlich, ne? Sorry, aber kann ich nicht. Weiß nicht, was du für mich willst. Nee, weiß ich nicht. Das ist in so einem super Deutsch geschrieben. Keine Ahnung. Also wenn du ein schönes Deutsch zusammenbringst, gerne, aber das ist nix. Sorry. Maschia, wenn du nochmal das gleiche reinschreibst, dann machst du mal hier. Gibst du mal Urlaub heute. Ich mag dich. Ich mag dich auch. So, warte mal. Hey, habe ich nicht gestern Frontdotter? Ah, nee, den wollte ich kaufen, ne? Stimmt, sowas. Da wollte ich, das wollte ich nämlich machen und dann habe ich es nicht gemacht, siehst du? Was brauchen wir denn da? Brauchen wir da den oder. Oh, ah, Steier Multi, warte mal. Nee, ist ein anderer Steier. Brauche ich da den großen oder den kleinen? Könnt ihr mir mal helfen? Warum deine Videos Werbung läuft? Warum nicht? Warum soll ich keine Werbung schalten? Klar schalte ich Werbung. Hallo? Ist ja logisch. Weißt du, ich gehöre natürlich auch zu diesen krassen YouTubern, die absichtlich 10 Minuten machen, damit sie 7000 Mal Werbung schalten können. Absolut. Bitte, was meinst du, warum ich so viele Videos hochlade? Macht doch gar keinen Sinn, wenn ich da jetzt nicht mindestens in jedem Video... 12 mal Werbung schalten würde, oder? Das macht doch gar keinen Sinn, also bitte. Oh, das sind natürlich jetzt wieder super gemacht, Werner. Gleich haust du dir den Ballenspieß rein und dann war's das. Ich habe übrigens die Anhängerdinger in Signalfarbe gekauft, ne? Weil ich übersehe die schon mal, ist schon mal passiert, ne? Deswegen habe ich die mal ein bisschen in Signalfarbe gekauft. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich glaube, wir müssen aber noch ein Gewicht kaufen für hinten, weil sonst haben wir da gleich ein Problem.
Boah, das ist schon geil, ne? Ich weiß zwar nicht, wo die herkommen, aber es ist cool. Ich würde tatsächlich ein Plattengewicht. Nee, ich würde sowas nehmen. Weil da weiß ich nämlich, dass das Ding funktioniert, ne? Altbewährt. Altbewährt, sage ich nur. So, jetzt müssen wir das Schnuckeputz mal umdrehen. So. Bis wir im Feld sind, ist die halbe Stunde um, ne? Ja. Das ist immer so eine Frage. Es ist natürlich immer so, dass auch die Leute, die wollen halt immer mehr haben und immer mehr und immer mehr und immer eine bessere Qualität und das noch und das mit Lenkradspielen und so weiter. Man, das muss halt auch irgendwer bezahlen. So krass wie es klingt. Ich meine, natürlich als Spieler spielst du das. Also ich spiele zum Beispiel die Sachen sehr, sehr gerne, was ich spiele. Aber natürlich habe ich jetzt viel mehrere Bildschirme da, die natürlich auch von zum Beispiel von den Werbeeinnahmen bezahlt wurden. Einfach um das noch ein bisschen besser zu machen und einfach um das Equipment so aufzuwerten, um zum Beispiel auch Aufnahmeprogramme zu kaufen, die mir zum Beispiel bei normalen Standardaufnahmen das Schneiden ersparen und so weiter, ne? Also das ist halt alles Zeug, was monatlich was kostet und das musst du halt auch mal rechnen, ne? Strom, was ich will gar nicht wissen, wie viel hier fünf Bildschirme plus fettes Mischpult plus PC und noch was alles, weil ich will gar nicht wissen, wie viel Strom das kostet. Ich finde, das ist ein gutes Gespann, was wir zusammengebaut haben, ne? Welches Lenkrad hast du? Ich habe ein Logitech G27. Bin sehr zufrieden damit. Wie stark willst du hier CP verwenden? Was sagt ihr denn dazu? Voll-CP, Halb-CP oder gar kein CP? Also, ich würde es vielleicht für Transportarbeiten machen. Jetzt für so Feldarbeiten ab und zu mal, ja? Was sagst du zum G29? Ist ein super Lenkrad. Es ist halt, ich habe noch keins in der Hand gehabt. Ich habe nur Sachen gesehen und gehört davon. Logitech ist schon mal richtig gut. Ne? Also da kann man wirklich fast nichts gegen sagen. Ich habe Vorrang, ich habe einen gelben Fronter da. Hau ab. So. Siehst du, er hat Respekt vor mir. Halb CP, voll, halb CP. Ja, halb CP heißt halt wirklich, dass man noch Sachen selber machen. Aber jetzt, ich bleibe jetzt nicht eine Stunde lang auf dem gleichen Feld und presse das. Oder, weißt du, das meine ich halt mit halb CP. Also das heißt, man wird nicht alles machen, aber die Sachen, die so ein bisschen länger dauern, die würde ich halt schon mit CP ab und zu machen. Nicht immer, wenn ich auch Bock habe, wenn ich ein bisschen labern möchte mit euch über Gott und die Welt, dann werde ich auch mal ein Feld selber dreschen und da werden wir auch ein bisschen labern. Das ist kein Problem. Ne? Das ist kein Problem. Kann mir jemand sagen, warum mein Lenslen gerade in meinem Spiel erkannt wird? Oh Gott, ich habe auf die Seitenkonsole geguckt. Die Seitenkonsole allerdings schon. Ja, das ist auch so eine kleine Wissenschaft. Das ist auch bei mir so gewesen. Mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Also da musst du dir gar keine Sorgen machen, dass du einen Fehler machst, weil das ist manchmal so, manchmal so. Also das ist echt schlimm. CP nur, wenn nötig. Das ist, glaube ich, auch beschrieben. Die Frage ist halt nur, wann ist es nötig, ne? Also ich glaube, wir werden das schon mal jetzt testen. Und ihr könnt mich aber natürlich auch bremsen, wenn ihr sagt, oh Werner, du nimmst jetzt zu viel CP, dann werde ich das auch natürlich ein bisschen geringer gestalten. Ist ja nicht das Problem. Oh, der ist schon wieder Follow reingekommen. Germany Gamer 93. Ey, vielen, vielen Dank, ne? Oh Gott, Alter. Oh, ich erschrecke mich jedes Mal des Todes. Oh. Weißt du was? Mein Headset ist so laut eingestellt, dass mein Hund auf dem Bett jetzt gerade auch gehört hat. Was ist denn da jetzt los, Alter? Oh. Ey, Ingo. Vielen, vielen Dank. Coffee auch. Also, ihr zwei, ne? Vielen, vielen, vielen Dank. Oh, ich brauche jetzt mal einen Kaffee, glaube ich. Das war immer so. Danke, 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 danke. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, liebe Leute. Das freut mich sehr. So, warte mal, der Drescher fährt. Warte mal, ich glaube, wir müssen den hier mal gerade stehen lassen. So. Für den Strom hat er das so geschrieben, oder was? Ist ja, also. Aber vielen, vielen Dank. Vielen, vielen, vielen. Gestern auch schon der Schweizer und noch. Wer war noch? Ich weiß gar nicht mehr. Sherlock, glaube ich, war auch was gespendet hat gestern. Absolut, also, nee. Also, mit was habe ich denn das verdient eigentlich? Geht das? Warum gibt es eigentlich keine Gabel, wo ich so ein Spanko drum machen kann? Das geht nicht. Oh, Steier, komm jetzt. Don't enttäusch mich. Okay, wir müssen ein bisschen weit unten anpacken, warte. Alles gut. Ich habe das im Griff. Ich habe dafür lange geübt. Wenn ich jetzt noch Musik an hätte, ne? Dann das wäre richtig schlimm. Ja. Oder geht er vorne nach unten? Ja. Oh. Alles gut. Beim Ingo sind die Frontader-Bewegungen immer viel flüssiger. Was willst du mir damit sagen, Badass? Willst du mir damit sagen, dass der Ingo das viel besser kann als ich?
Oder meinst du mit flüssiger, dass die Ballen immer durch die Luft fliegen? Wie meinst du das jetzt? Ich muss echt langsam fahren hier, ne? Weil das sonst liegt das ganze Zeug wieder am Boden. Heben wir halt nicht hinten ab? Nee, geht eigentlich noch, ne? Gut, dass ich das Gewicht genommen habe. Aber das habe ich eben gemeint, ne? Natürlich kann man jetzt auch mit URL ranfahren und sagen, bap, 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 weißt du? Mache ich auch in zum Beispiel nordfriesischen Marsch. Mache ich. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ist so. Aber es kann auch Projekte geben, wo man auch mal ein bisschen mehr Zeit hat. Und wo man das auch gerne mal selber machen kann, wie ich finde. Und jetzt würde wieder jeder sagen, oh, der Anhänger ist ja schon uralt. Ja, aber er funktioniert. Und das ist schon mal besser als wie viele, viele andere, die zwar brandneu sind, aber die nicht funktionieren. Die buggen dann rum oder wie auch immer. Also bei einem Wettbewerb würde der Ingo aber sowas von eins werden. Eins letzter oder eins erster? Das ist auch ein Unterschied. Aber ich weiß, der Ingo ist ein begabter LS-Spieler, schon seit Jahren. Ich habe den damals schon beobachtet. Da haben wir alle noch Minecraft gespielt, ne? Hat er schon im LS Ballen gestapelt. Im LS08. Boah, er war schon... Damals hat er schon das gut gemacht, das stimmt. Da habt ihr recht. So, ich muss mich ein bisschen konzentrieren hier. Warte, ich gehe sehr gerne auf euer Pläuschen ein. Warte. Ja, mit ein bisschen Geduld geht das schon. Im LS gibt es Ballen. Ja. Das ist das Viereckige, das hier vorne. Guck mal. Oh, ich darf nicht so wild rum. Oh, teilweise habe ich das Problem. Was? Challenge mit Ingo? Ach, da ist ja schon... Also in Planung ist nichts, aber es wurde schon, glaube ich, jetzt nicht allgemein gesagt, aber ich meine, im 19. wird sicher irgendwas kommen. Jetzt nicht ständig oder irgendwas, aber ab und zu mal so in einem Stream mal vorbeischauen oder auch mal eine Runde mitzocken. Glaube, da ist der Ingo nicht abgeneigt, ich natürlich auch nicht. Das können wir natürlich sehr, sehr gerne mal machen. Macht ja auch mega Spaß, den ganzen, also Ingo, Martin und auch Kofi natürlich zuzuschauen. Das macht immer sehr viel Spaß und da mit solchen Leuten spiele ich wirklich gerne, muss ich sagen. Weil da geht es nicht immer nur um das, sondern da wird einfach um Gott, um die Welt gesprochen. Und das finde ich eigentlich auch sehr, sehr cool. So, ich verkaufe hier gleich wieder was, wenn das so weitergeht hier, ne? In der letzten Spitze, ne? Ich kack ins Essen. So, warte. So, jetzt haben wir's. Wir müssen nochmal schön ranfahren hier. Lukas, irgendwas. Klaro, gerne. Ich bleib bei Kisten. Ja, Kisten hat auch was. Hast du recht? So, wir werden heute nicht alt hier, das kann ich euch sagen. Heute ist nicht der Tag für die Gamsting. Wenn jetzt noch die Ballen runterfallen würden, ne? Ich würde speichern und quitten, ich sag's euch. Wo wackeln das denn jetzt so? Ganz ruhig bleiben. Ach Gott. Oh Gott. Das gibt doch heute noch ein Unglück hier. Der Ingo wartet doch schon drauf, dass er wieder einen Clip machen kann. Ich weiß doch, wie er vorm PC sitzt und wartet. So, erstmal ein Bändchen rummachen. So. Die sind schon mal sicher. Das ist gut. Puh. Einen wunderschönen guten Abend, Reini Schwein. Guten Abend. Guten Abend. So, der Drescher ist auch voll. Mann. Leider ist es halb. Wir machen jetzt noch die Reihe Ballen drauf, okay? Dann hauen wir uns in ETS rein. Muss ich mal gucken, wenn der Sherlock zuguckt. Sherlock, wie sieht's denn aus? Ich warte dann noch auf etwas. Schön, schön. Weil ich habe heute nämlich... zeige ich euch gleich, wenn wir im ETS sind. Wie gesagt, es gibt Tage, da habe ich mehr Bock auf ETS. Und das finde ich auch jetzt gar nicht verwerflich. Es kommt so viel LS den ganzen Tag auf dem YouTube-Kanal zum Beispiel. Da kann man auch ruhig mal ein bisschen ETS spielen, weißt du? So, warte mal. Du hast einen Clip, wenn Ingo... Nein. Ich hasse dich, ganz einfach. Okay. Sherlock hat wieder seine... seine... Ich habe Druckphase. Aber hat... Gut, das war's dann für die Gamsing heute, würde ich sagen. Ach Mann, das ist doch wieder Kacke hier, oder? Jetzt muss ich die alle wieder neu machen. Warte mal, mit einem starken Bremsmanöver, ne? Nehmen wir einen Radlader mit einem normalen Palettengabel für die Ballen. Okay, muss ich mal probieren. Ich habe es gewusst. Yo, jetzt... Ah. Ja, es war schön heute. Es war nicht lange, aber es war sehr intensiv heute wieder. Save and quit. Ja. Es gibt einfach Tage, da kannst du nicht. Das tut mir auch leid und so, ne? Aber das kannst du einfach nicht. Das kann ich nicht. Das ist, nee, doch. DJ, mach mal hier. Danke. So, wir hauen uns jetzt mal in ETS rein. Oder warte mal, ich weiß nicht, ob ich noch was bekomme. Geklippt. Was? Da geben sie nichts zum Klippen. Ist ja wohl eine absolute Frechheit. So.
Link kommt gleich. Warten Sie einen Moment. Warten Sie einen Moment. Warte, ich kann euch aber schon mal einen kleinen Spoiler geben. Warte, ich suche gerade Internet. Da. Gebt mir 5 Minuten. Dann haben wir auf alle Fälle eine... Dann können wir noch eine Runde fahren heute. So, warte kurz. Ich muss das kurz einrichten hier. Das ist gar nicht so einfach, wie es aussieht. Und dann machen wir gleich weiter. Versprochen ist versprochen. Link ist noch keiner da. Okay, ich gucke immer so ein bisschen drauf, ne? Aber ich zeige euch mal eine Sache, ne? Kann ich das... Es ist ein Handy, es ist ein Handyfoto. Bitte, bitte nicht jetzt täuschen von der vom optischen Aspekt her. Es ist ein Handyfoto. Nur als kurzer Spoiler, okay? Ganz kurz. Ja. Ja, aber sowas von. Aber da müssen wir jetzt noch ganz kurz warten. Da müssen wir noch kurz warten. Dann geht das los mit EDS heute. Es ist nicht perfekt. Es ist bei Weitem nicht perfekt. Aber die ersten Züge sind schon, muss ich sagen, ziemlich nice. Und eben, jetzt warten wir noch auf den Anhänger. Der Sherlock hat mir das natürlich freiwillig angeboten, dass er den Anhänger natürlich sofort und in kürzester Zeit macht. Das, vielen Dank, Sherlock, nochmal an der Stelle, wenn du das siehst oder hörst. Gleich werde ich vom TS geworfen. Wie gesagt, es ist nicht perfekt. Und das, was ihr hier seht, das ist, das wurde von einem Zuschauer gemacht. Das habe ich heute per E-Mail erhalten. Ich habe niemals danach gefragt, ne? Das kam einfach so heute im Postfach rein. Und da ist natürlich sofort die Idee geboren, Alter, lass den Trailer dazu machen und dann haben wir hier eine komplette BG-Lackierung. Aber sowas von. Erstmal ist sie intern. Wie gesagt, sie ist noch nicht fertig. Der Sherlock hat gesagt, er wird sich dann auch dran setzen. Das wird aber sicher noch ein bisschen dauern. Wie sieht der Trailer aus? Der Trailer sieht momentan noch weiß aus. Ich hoffe, also ich habe schon Bilder gesehen heute, wo der Trailer auch ungefähr so aussah. Wir müssen jetzt noch ganz kurz warten, liebe Leute. Aber dann können wir noch eine Runde fahren heute. Und ich hoffe, in einer einheitlichen Lackierung. Ich hoffe es. Wie gesagt, es ist noch alles nicht perfekt. Es hat alles noch... Es wackelt noch ein bisschen und flackert noch ein bisschen und so weiter. Aber es kommt. Es kommt. Aber wann, weiß ich noch nicht. Das ist das Problem. Die guten Sachen brauchen einfach ein bisschen länger. Das ist einfach nur mal so. Wird es irgendwann zum Download bereitstehen? Wir gucken gerade. Lass es erstmal fertig werden alles. Und dann können wir uns mal anschauen. Weil es ist natürlich so, dass dann für jeden LKW, oder was heißt für jeden LKW? Für jeden Anhänger vielmehr, die sind ja alle verschieden lang, ne? Und die müssen alle angepasst werden dann. Das ist das Problem, was wir momentan noch haben. Wird es eine BG-Konvert geben, wenn der MP-Trailer, was? Wenn der Trailer im MP funktioniert? Auf alle Fälle, nur ihr dürft nicht vergessen, ich glaube, im Multiplayer mit Mod-Spielen geht nicht. Das, glaube ich, funktioniert nicht. Hast du denn gemacht, Bommel? Jetzt sei mal ganz ehrlich. Ich weiß nur, der ist heute per Post reingekommen. Ich habe dir auch zurückgeschrieben, wenn du das warst. Mir geht's sehr gut. Alter, ich bekomme solche Sachen per Post zugeschickt, im Postfach, weißt du? Wie soll es mir denn gehen? Klar geht's mir gut. Oh, da haben wir einen Link. Warte, ich muss nochmal Bild umschalten, nicht, dass jetzt irgendwas zu sehen ist, was ihr nicht sehen dürft. Ihr Schlingels. Wo hast du das? Ich brauche eine Dingens dafür, Sherlock. Es braucht noch einen Moment. Einen Moment braucht es noch, weil sonst geht das nicht hier. Oh, ich weiß, jetzt scheitert es daran, dass ich keine Berechtigung zum Runterladen habe. Stampelsimulator des absoluten Todes, da habt ihr recht. So, da ist er. Ich habe ihn, alles gut. Wenn es jetzt noch runterlädt, bin ich schon mal froh, ne? Daten werden auf Viren geprüft. Oh Gott, das wird heute nichts mehr. Doch, jetzt, warte. Dokumente, Alltagssimulator 2, Mod. Bitte hier reinpacken.
So, meine Damen und Herren, wir starten den ETS in Kürze. Ich bekam heute keine Benachrichtigung. Vielleicht bist du kein Follower des Kanals. Vielleicht. Und heute sehen Sie den Bummelsimulator 2018. Ist neu. Gibt es für 20 Euro bei uns im Shop. Das wäre es natürlich, ne? Ich glaube, mit solchen Aussagen musst du ein bisschen aufpassen. So, wir starten den ETS. Oh. Ich sag's immer wieder, ne? Ich habe zu wenig Bildschirme. Alles laut gewesen. Wie gesagt, ich hoffe, es funktioniert. Wir konnten es jetzt nicht großartig irgendwie testen. Ich hoffe es zumindest. Und wenn das funktioniert, dann werden wir gleich mal jetzt ein bisschen einkaufen gehen müssen. Wie viele Bildschirme hast du? 1, 2, 3, 4 und einen großen. Ne, Quatsch. 1, 2, 3 normale und einen großen. Das ist ein doppelter. So, wer hat vorher gesagt, dass das alles so schnell lädt bei mir? Wer war das? Hm? Ja, also... Ich weiß nicht, ob das schwer oder einfach ist. Ich kann es euch nicht sagen, ne? Aber ich habe den Skin bekommen und habe mir gedacht, Alter, wie geil ist das denn? Ich muss euch nochmal ganz kurz Bild geben, weil ich muss jetzt... DJ, mach mal hier Pause. Danke. Mann, Alter, der blubbert auch schon wieder rein heute. Geht schon weiter. Geht schon... Alles, Jungs. Ganz ruhig bleiben, ne? Paint.net. Na was? Paint.net und eine Vorlage. Genau, also ich habe es nicht selber gemacht. Ich habe jemanden gefragt, der davon Ahnung hat. So. Jetzt ist es halt so, dass das Ding halt noch nackig ist, ne? Und der Trader auch. Aber das wird sich jetzt ändern. Hoffentlich. Es gab vorher schon Situationen, wo der ETS dann abgeschmiert ist. Wir hoffen nicht, dass das passiert heute. Ich habe mich gerade des Todes erschrocken, weil da ist die Tür zugang, ne? Grüße gehen raus an der Bommel für die Senden. Damit ich den passenden Trailer dazu machen muss. Ach, Sherlock, das ist alles gut. Wir wissen alle deine Arbeit zu schätzen. Deswegen haben wir nicht auch sofort zu dir gegangen. Weil wenn ich zu dir gehe, dann weiß ich genau, du sagst sofort nein. Aber eine Stunde später habe ich es trotzdem. So, jetzt kommt der große Moment. Ich weiß nicht, wie es aussieht, ne? Ich habe es, wie gesagt, nur einmal im Shop konfiguriert und das war's schon leider. Oder ob wir uns leisten können, das ist die nächste Frage, ne? So, wir brauchen erstmal die LKW-Konfiguration. Und dann haben wir... Ah, das war ganz oben, glaube ich, ne? Hier, der BG-Skin. Wie gesagt, er ist noch nicht 100% perfekt, aber ich finde schon mal, also, ist schon auf alle Fälle ein Sahnestück seines, das ist wirklich, Alter. Ne? Also, wäre das, also ich finde das cool. Ich finde das, es sieht einfach sowas von geil aus, der Mercedes. Muss man wirklich sagen. Das ist schon, gefällt mir richtig gut. Ne? So, den bestelle ich jetzt erstmal. Dafür gebe ich gerne 1000 Euro oder Dollar aus, wie auch immer. Und jetzt machen wir mal den Auflieger dazu. Und dann, jetzt wird das Spiel abgeschlossen. Warte. Ich hasse dich. Ach, Sherlock. Ich finde diese netten Bemerkungen immer sehr, sehr schön. Dankeschön. Alter Falter, ist der geil. Wie gesagt, das war absichtlich, dass das weiß bleibt. Oben ist auch einheitlich weiß. Soll ja auch ein bisschen neutral sein, ne? Und hinten haben wir das fette BGA mit Dingens drauf. Mega gut, oder? Also, muss ich wirklich sagen, Sherlock. Und natürlich auch der Bommel. Vielen, vielen Dank euch. Das ist fett. Vor allem, dass das auch so aussieht, ne? Damit kann man fahren, würde ich sagen. Damit kann man fahren. Oder? Also, das ist schon... Ich finde den mega cool. Ich würde es aber auch zu viel finden, wenn hier noch was wäre... Und dann da oben noch was wäre, das wäre einfach too much, ne? Aber so ist er, glaube ich, genau richtig. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gucken wir mal, wie das denn aussieht hier. Alter Falter.
das ist schon... Also, es sieht schon nicht so schlecht aus, ne? Wenn er die Presse ruft, mach mal Werbe... Was? Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Das hat schon was. Also muss ich ja so sagen, ne? Das hat schon was. Und deswegen gibt es auch Momente, wo man einfach sagen kann, ich habe heute mehr Bock auf ETS. Ne? Natürlich, wenn man jetzt innen ist, dann ist wieder alles gleich, wie immer. Aber der Blick nach außen... Game umstellen. Maschira, bitte Game umstellen. Sorry, das habe ich jetzt vergessen. Sehr hübsch, ne? Ich finde es auch. Es ist wirklich, wirklich schön gemacht. Muss man sagen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Musik hier, habe ich gehört. Noch ein bisschen für, ne? So, jetzt lass uns mal gucken. Also, wie sieht denn das... Also, das Ding ist definitiv fett. Wie gesagt, wir haben jetzt noch gar nichts dran, ne? Also, wir haben wirklich noch fast gar nichts dran. Ich mache mal ein Foto, okay? Wir fahren dann gleich nochmal, versprochen. So, guten Abend an alle die, die dazugekommen sind. Hallo, hallo. Da, 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 da. So? So ist ganz gut, oder? Ich bin nicht der perfekte Fotograf, das muss ich einfach mal so sagen, ne? Sieht ein bisschen komisch aus, aber das kann ich dann nochmal machen, ne? Tü-tüm. So, haben wir das auch gemacht. Dankeschön! So, jetzt müssen wir mal eine Fracht suchen. Wir müssen ja heute irgendwie Geld verdienen. Das, was wir ausgegeben haben, müssen wir natürlich irgendwie auch wieder reinfahren. Aber der Auftrag darf nicht lang sein. Ich habe nicht so viel Zeit heute. Mach die Zeit, ne? Ich hätte eher was Kürzeres gesucht. Birnen? Ne, Birnen mag ich nicht. Wohin fahren wir denn jetzt? Nach Kiel? Ah komm, wir machen eine kurze Tour nach Kiel noch, okay? Weil wie gesagt, ich habe nicht so viel Zeit heute. Es ist leider... Ich muss ja noch ETS für morgen dann aufnehmen, ne? Das muss ich auch, heute auch noch machen. Rundumleuchten. Ja, Benny, das ist eben eine Sache, die ich immer wieder mache. Das heißt, ich habe den jetzt, der ist jetzt noch komplett nackig. Da ist, wie gesagt, nur... Aua, ist das schon geil, ne, wenn du das so rumfahren siehst. Ah, da war rot. Es ist, also wie gesagt, es kommt noch. Da oben ist auch nochmal das BG-Logo. Es ist nicht 100% perfekt, aber das muss es auch nicht sein, weißt du? Alter. Ich weiß nicht, wie viel Euro du dafür bezahlen musst, ne? Aber wenn sowas mal in Realität bei euch vorbeifahren würde, ne? Alter Schwede. Ich glaube, wir haben ein Spendenziel. Diesen Skin auf einen realen LKW raufzupappen irgendwo mal. Was habe ich denn? Der ist hier weg, haben wir, ne? Ja, das war's. Da war nichts. Siehst du, dank dem Skin, ne, siehst du keinen Kratzer. Das ist Wahnsinn. So, was? Ich bin auch Rest und LKW. Viel Spaß an euch. Ey, Sherlock, vielen, vielen Dank, ne? Vielen, vielen lieben Dank. Der Ingo hat wieder irgendwas gepostet, was der Bot nicht für richtig hält. Aha. Ja, ich war so geblendet von dem neuen Skin, also es tut mir leid. Der Bommel, Alter. Es tut mir ja auch leid. So, wer, ne, nicht vergessen, warte. Ne, wenn ihr jemand fragt, wann die Folgen kommen. Um 11 Uhr, ne? So, zack. Handbremse. So. Bam, an die Wand. Ja, das kann er abdachs gehen, weißt du? Das ist ein guter. Das ist so ein elastischer Stoff, weißt du? Ich habe schon wieder den Trailer abgemacht, obwohl ich das gar nicht müsste. Kurbel mal wieder hoch, Kollege. Aufladen. Danke. Wow, es geht mal in Rauchen und sonst ist Werner in einem neuen Truck. Schickes Ding. Der ist nicht neu, der ist nur neu foliert. Aber hat auf alle Fälle was, ne? Stimmst du morgen auch? Ich versuche es. Ich kann es nicht garantieren, aber ich versuche es auf alle Fälle. Holterdi, polterdi. Alles gut.
Ist das eigentlich alles Licht, was wir haben? Aha. So. Jetzt können wir schön fahren. Du musst tanken. Ehrlich? Ach, da kommen wir noch bis nach Russland und zurück. Kein Problem. Wir müssen darüber, aber natürlich mit unseren, mit unserer BG Army, ne? Da kommt keiner hinterher. Alter, guckt euch mal an, wie das reflektiert in der Sonne. Alter Falter. Ich könnte den ganzen Tag hier stehen bleiben an der Ampel, ne? Also das ist schon schick, ne? Und das ist nur, also, eine Kleinigkeit in Anführungszeichen, ne? Weil, aber ich finde es wirklich das beste Design, das momentan im ETS drin ist. Also, was bei mir jetzt da drin ist, ne? Natürlich hat jeder seinen eigenen Geschmack und so weiter, aber ich finde das schon sehr, sehr stimmig und sehr, sehr gut. Ach, wie schade, dass es da rot wird. Ach, so schade. Ja, da gucken wir nochmal raus, oder? Ist schon ein Prachtexemplar. Ich würde den auch so fahren. Ja, oh, guck mal, da hinten kommt die Weko. Hallo. Also er sticht halt schon extrem raus mit den Farben, ne? Das muss man einfach so sagen. Er sticht schon extrem raus. Man freut euch schon mal auf die Double Trailer, ne? Oh. Oh. Dankeschön. So geht das, ne? So denkt man, es wird ein ganz normaler Abend, du wirst ein bisschen LS streamen und fertig. Und dann hast du so einen fetten Skin und dann entwickeln sich eine Idee nach der anderen. Ah, es ist krass. Meine, was hast du denn für einen Real-Life-Job außer YouTube? Ich bin Fachverkäufer im Baugewerbe, sagen wir es mal so. Am besten wäre noch ein Schild für die Kabine hinterm Sitz mit dem Logo. So ein Bezug, meinst du? Ich habe auch schon überlegt, ne, aber das wollte ich jetzt nicht am Anfang so anschneiden. Der Sherlock ist ja schon weg, aber jetzt können wir mal unter uns reden, ne? Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich vielleicht so einen Teppich reinmachen kann, so einen BG-Teppich, weißt du? Du kennst ja dieser Rocket League-Ball, der da von der Decke runterhängt, ne? Dass vielleicht sowas, so ein BG-Ball oder sowas baut. Oh, das war schon geil. Also wenn der Auftrag fertig ist, dann muss ich auch heute schon wieder leider aufhören, weil ich eben noch ganz viele andere coole Sachen machen möchte und sollte, könnte, muss, ne? Noch geiler, wenn es kann, ja. Lass mal, wie gesagt, heute ist mal das dran. Wer weiß, was noch alles kommt. Wenn wir da jemanden finden, oder vielleicht macht auch der Sherlock, der noch, vielleicht kann man da noch was machen, dass man noch ein paar geile Sachen einfügen kann. Ich finde die allgemeinen Farben, die BG-Farben, schon sehr, sehr cool. Da kann man auch einiges draus machen. Und ich glaube, das wird cool. Baugewerbe, da müssen wir mal reden. Können wir gerne machen, Martin. Kein Problem. Für dich mache ich extra Aufschlag. Nee, warte, extra Rabatt war das, ne? Ja. Also ich finde das schon krass, muss ich sagen. Also, weiß ich nicht. Aber einfach so viele Sachen, das klingt immer so voll abgehoben, ne? Aber jetzt so als normal, naja, das kann ich so nicht sagen. Das bringe ich nicht für die Lippen. Aber jetzt, wie komme ich denn jetzt dazu, dass sowas einfach in meinem Postfach landet? Wie komme ich denn einfach dazu? Renovieren? Nur mit dem Bagger. Oh, lass Ingo nicht fahren, ne? Alter, lass Ingo ja nicht fahren mit dem Bagger. Das geht schief. Der fährt dir alle Zäune kaputt. Kannst du mal im Facecam streamen? Ja, wir haben ja auch ausgemacht, wenn... Hallo Ingo, du bist ja auch noch da. Guten Tag. Ah jo, der hat gesagt bis 23. Shit. Stimmt, da war doch was. Ja, wir haben gesagt, wenn es mal so weit kommen sollte, wenn es mal so weit kommen sollte, dass man so einen Sub-Button bekommt, den der Schweizer sich ja schon lange, lange wünscht, dann werde ich auch mal mit Facecam streamen. So, ich habe ja schon Bock nach außen wieder zu gucken, ne? Aber ich habe Angst, dass ich wieder irgendwo draufknalle. Ach komm, wir haben eine BG-Lackierung. Geh weg, Alter. Es kommt gleich wieder. Hashtag Raser. Das sehe ich schon kommen.
Alter, schlaf doch zu Hause, ne? Alter! Ja gut, guck dir an, was da vorne dran hängt. Egal, wir wollten jetzt nicht hier... Wir wollen jetzt nicht was Falsches sagen. Wir wollen nochmal nach außen gucken, wie das Wetter ist. Ach ja, das Wetter ist heute sehr schön draußen, ne? Wackelt ein bisschen, ne, der Anhänger? Weißt du, mit so einer Lackierung stelle ich mich auch gerne auf jeden Rastplatz und lasse mich abfotografieren. Aber wie gesagt, ich glaube, diese Lackierungen gehen im Multiplayer nicht, ne? Ich glaube, das geht nicht. Weil alles, was Mod ist, glaube ich, geht nicht. Schön Auflieger. Ja, es ist krass. Schlechte Ladungssicherung. Ich glaube eher, die Ladungsverteilung ist ein Problem. Was? Der wackelt nicht, Werner. Das ist ein bisschen norddeutscher Wind. Ach so. Ja, da oben geht immer der Wind immer so ein bisschen toll, ne? Habe ich auch gehört. So, können jetzt mal ein bisschen, nur ein bisschen weiterfahren, Alter. Oh, da kann ich jetzt fahren, wie ich will, ne? Wie war das mit dem Sicherheitsabstand? 50 Meter bei LKWs, glaube ich, ne? Irgendwie so war das doch. Habe ich gehört. Also, ich... Weißt du? Weiß ich ja nicht. Wind ist es erst, wenn die Schafe keine Locken mehr haben. Wow. Oder wenn die Schafe nicht mehr da sind. 50 Meter? Wie viel sind denn 50 Meter ungefähr? Ungefähr so viel? Ich kann das halt schwer abschätzen, ne? Da kommt wieder so ein Dingens von links, weißt du? Oh, da vorne ist Polizei, muss ich jetzt sagen. Ich wurde letztes Mal ermahnt, dass es nicht Bullerei heißt, sondern Polizei. Oh! Alter, gebremst, ne? Wir müssen hier runter, wir müssen nach Kiel. Hab gerade meinen LKW-Führerschein verlängert. Sehr gut. Was habt ihr geschrieben? Oh, die fehlen ja immer jetzt. Ja, die Leitpfosten, die, glaube ich, sind wie 11 oder 33 Meter. Ich weiß gar nicht. Irgend so eine Zahl sind die auseinander, die Leitpfosten. Ah, die gibt es ja auf der Autobahn nicht. Die gibt es ja auf den normalen Straßen, ne? Auf der Autobahn alle 50 Meter. Okay. Okay. Boah, ich würde heute gerne nochmal tanken gehen, ne? Ich würde gerne heute mal ein bisschen so rumfahren. Bei anderen heißt das bummeln. Ich sage fahren dazu. Und würde mich gerne mal so einen Straßenrand stellen. So ein bisschen, weißt du, so schön mit der Zigarette, na? Hast du mein Skin schon gesehen? Aber ich rauche ja nicht mehr seit 3 Jahren. Deswegen fällt das schon mal weg. Wir haben einfach 3 Polizeiwagen bei einem Auto stehen. Vielleicht ist es ein gesuchter Serienmörder. Weißt du? Vielleicht ist es auch jemand, der einen Lolli gestohlen hat an der Tanke. Wer weiß? Du weißt ja nie, mit was für Leuten... Guck mal, der hat eine Schokolade geklaut, ne? Für 1,50. Ne? Ingo, ne? Und hat dann vielleicht eine Knarre im Auto. Guck dir mal an, was den ganzen Tag in den Zeitungen steht. Da brauchst du nicht wundern, ne? Dass er mit 3 Wagen gleich aufkreuzt. Ohne Zigarette, mit Kuli und Sticker. Was? Ne, ohne Zigarre steht da, nicht Zigarette. Sag mal, kann ich jetzt mal rüber? Danke. Oh, ich glaube da vorne... Oh! Da ist rot, ne? Ich bin Dramatiker. Das kann sein. Gefällt euch jetzt das besser? Oder das? Also ich habe eine Entscheidung. Fast schade. Was? Ingo. Also das habe ich jetzt... Das finde ich nicht okay von dir, ne? Jawoll. Kann ich rüber? Das ist immer so geil im Multiplayer, ne? Kann ich rüber? Kann ich rüber? Hörst du nichts? Also, nein! Sogar von oben siehst du das BG-Logo. Das ist auch geil, ne? Das versuchen wir jetzt mal hier reinzukommen. Nee, so finde ich schöner.
So finde ich schöner, muss ich sagen. Alles gut. Da war ein Igel. Ich habe den ausgewichen. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen auf den Pfosten raufgefahren. Sonst wäre der Igel dran gekommen, weißt du? Oh, guck mal, Spiegel, Alter. Geil. Wo muss man hin? Ah, hier vorne. Und zack, wieder zwei Prozent. Ja, ich bezahle die ja selbst. Ist ja gut, weißt du? Da muss ich halt weniger Brötchen essen und weniger Red Bull trinken, sondern ein bisschen mehr für Schäden ausgeben. Der hat Ausreden. Ja, der Igel, der war mir halt was wichtig, ne? Ich muss es einfach so sagen. Ist hier rein? Da müssen wir mal in die Außenansicht gehen. Ja, ich glaube, wir müssen hier rein. Guten Tag. E-Beams von der BG-Spedition. Ich habe da was mit für Sie. Ich weiß nicht genau was, aber es wird schon irgendwas Passendes sein. Ach, easy, gar kein Problem für uns. Post-Speed? Was ist Post-Speed? Das Abfüllmittel für den Truck. Was? Abführmittel? Easy, ekelhaft. Alter. Ja, dann natürlich die nächste Variante wäre natürlich, ob man auch so ein Fass und sowas, ne? So ein Tankfass und sowas. Das wäre schon geil, wenn man sowas auch machen könnte. So, erstmal abladen. Natürlich kein Problem, ne? Es sind immer Freunde hier, die dir helfen. Okay. Oh, wir kommen auf Level 7. Oh, geil. Sehr gut. Oh, was soll man jetzt killen? Oh, das ist immer mein Problem, dass ich nicht weiß, was ich skillen soll. Ich brauche jetzt Vorschläge, Chat, bitte. Viel Spaß noch, gute Nacht. Yo, gute Nacht hier, www, let's play. Leute. Fracht. Bist du witzig? Da steht überall Fracht. Hier steht Fracht, Fracht. Was für eine Fracht? Sparsame Fahrweise. Das hätte ich jetzt als letztes genommen, tatsächlich. Hochwertig? Ist das was? Ich nehme hochwertig. Das haben wir jetzt 3, 4 geschrieben. Passt. Wollen wir noch ganz fix zur Werkstatt fahren? Gott, war das laut. Ich möchte nur gucken, was war, ob er was Neues freigeschaltet. Vielleicht können wir auch ein paar Lämpchen oben rauf machen. Alles gut, oder? Ja, habe ich gesehen, das passt. Alles gut. ADR ist auch gut. Ja, es ist alles gut. Also es gibt keinen schlechten Skillpunkt, glaube ich. Aber du musst halt gucken, dass du ein bisschen mit Bedacht vorgehst, ne? Sag mal, gute Nacht, ich habe mit der Erkältung angefangen. Das ist nicht gut. Gute Besserung. Oh Gott, da kommt ein Scania. Er ist zwar nicht so schön, aber es ist ein Scania. So, wo waren jetzt nochmal die Werkstatt? Hier vorne rechts. Gut, da fahren wir nochmal hin. Ne, hier nicht. Und dann stellen wir uns nochmal ein bisschen ins Rampenlicht, ne? Bin ich mal gespannt, ob wir so ein Lämpchen sowas wäre nicht. Achso, wir wollten ja auch Fahrer kaufen. Oh shit, ne? Ja, das ist natürlich schlecht. Es kann auch sein, dass diese Folge hier die Folge für den Freitag wird. Es kann sein, es muss nicht sein. Ich bin mir da noch nicht ganz. Ich glaube, wir müssen eine Wartung machen, ne? Ich glaube, ein paar Jungs. Ah, 1300 ist doch nix. Ist doch nix, ist das hier. So, was haben wir jetzt hier alles? Das bleibt schon mal. Das ist okay. Motor haben wir schon einen guten. Den brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Skin haben wir auf alle Fälle. Ja, jetzt geht's halt los, ne? Ob wir da jetzt noch was draufbauen möchten oder nicht? Ich weiß ja nicht. Das würde ich tatsächlich so lassen, ohne diesen ganzen Klaratteratsch. Das möchte ich auch lassen. Nee. Das finde ich, ehrlich, also, weiß ich nicht. Zusatzscheinwerfer. Wenn, dann hauen wir die da oben rauf. So ganz dezent. Weißt du, nicht so doll, sondern wirklich dezent. Was ist das? Nee, das sieht kacke aus. Das ist viel zu weit oben. Wenn, dann bauen wir das hier. Sind die äußeren... Ah, warte mal. Die äußeren sind eigentlich vier Rundumleuchte, oder? Die habe ich noch nicht freigeschalten. Läuft. Morgen Bergmann-Freitag. Ich habe noch kein einziges Video beschriftet, kann ich euch sagen, ne? Aber ich versuche das heute noch zu machen. Yeah. Alter, was war das denn jetzt? Oh, Leo, vielen, vielen Dank.
Leo, hast du schon die wunderschöne neue BG-Lackierung gesehen? Warte. Guck dir das an. Ist das schick oder ist das schick? Mega geil, oder? Ich hab da wirklich Bock drauf. Leo, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Ich mache jetzt auch gleich Schluss. Ja, aber vielen, vielen Dank dir. Das ist sehr, sehr nett. So, warte. Kann ich jetzt hier weitermachen? Genau. Ich brauche jetzt noch. Ich kann nicht so einen dicken oben. Ne, das geht nicht. Kann ich nicht machen. Wir machen. Alles mit Lämpchen ist halt auch kacke, ne? Wir müssen ein bisschen auch. Wir müssen uns ein bisschen um Sound kümmern. Das sieht kacke aus wahrscheinlich, ne? Wir lassen das mal so, aber wir bin nicht ganz sicher, ob das so. Ne? LKW-Konfigurator. Ah, es sieht schon einfach prächtig aus, ne? Ich kann es nicht anders sagen. Das haben wir schon gemacht. Skin bleibt sowieso, ne? Das können wir gar nicht drüber sprechen. Feuerlöscher haben wir schon. Was gibt's hier Neues? Nix. Hier unten auch nichts Neues. Gut. So, was haben wir hier noch? Hier gibt's auch nichts Neues. Ja, wie gesagt, du musst halt relativ langsam dich hochskillen. Deswegen. Ah, ein Ersatzreifen. Eigentlich wäre ein Ersatzreifen klüger, ne? Das ist wie so eine Box. Komm, wir nehmen zwei Ersatzreifen mit. Das ist, glaube ich, Standard oder gängig zumindest. So. Das passt. Gut, dann würde ich sagen, haben wir genug geshoppt für heute. Gucken wir mal, ob das einigermaßen nach was aussieht. Ich weiß ja nicht, ne? Bin immer so unentschlossen. Gut, das mit den Lampen. Alles mit den. Was war das denn? Alter! Das macht aber auch ordentlich Krawall hier, ne? So, wie geht denn das mit dem... Ah, das ist das hier, okay. Alter! Ist schon relativ hell, ne? Gut, das reicht erstmal für heute, würde ich sagen. Gut, ja, liebe Leute, mit diesen Bildern darf ich mich von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ja, cool, ne? Also, mich freut es sehr. Bommel oder der Bommel und natürlich auch Sherlock. Vielen, vielen Dank euch zweien. Sehr, sehr nett, dass ihr da einiges dazu beisteuert, dass es cool ist. Wir müssen eigentlich aufs Dach. Ist sie noch auf dem Dach? Naja, gut. Ist nicht so schlimm. Wir werden da morgen auf alle Fälle nochmal ein bisschen reinschauen. Vielleicht kommt morgen Stream. Ich kann es noch nicht genau 100% sagen. Aber könnt ihr mal hupen? Alter, das ist aber amtlich. Vielleicht mache ich mir das als Donation-Sound. Alter, das wäre ein... Das ist die normale, das ist die... Das ist die bisschen größere, ne? Ja, ich mache nochmal ganz kurz Jumper. Wir werden jetzt noch jemanden hosten gehen. Ich weiß noch nicht genau, wen. Ich habe noch nicht geschaut, wer da noch da ist. Ich wollte eigentlich den Leo hosten. Eigentlich wollte ich zuerst den Nastus hosten und dann den Leo hosten, aber... Das ist ja wieder nichts geworden hier, ne? Ist ja schlimm. So, gut. Wir gucken jetzt nochmal, wo wir hingehen können. Gebt mir noch ein, zwei Sekündchen, dann schauen wir uns das sofort an. Ich muss mal hier alles zumachen. Alter, ich habe so viel Zeug offen. Das glaubt man nicht. Ja, wie gesagt, checkt gerne YouTube-Kanal aus. Da kommen oder sind sehr, sehr, sehr viele geile Videos gekommen. Von der FarmCon, hätte ich fast gesagt. Von der Gamescom vom Kollegen Boxe. Da wird auch noch einiges kommen, die letzten nächsten Tage. Und ja, ich danke nochmal fürs Zuschauen. Wir hosten jetzt zu einem lieben, lieben Kollegen. Lasst mir schöne Grüße da. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Macht es gut. Ciao, ciao.